Moin, was geht, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was läuft, was läuft? Ja, Mann, 4 Minuten Powerplant-Interviews. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Lass direkt gucken. Läuft, willkommen zum nächsten. Ist das nicht dein Kanal? Wer ist dieser Hugo? Hat dieser Hugo was mit diesen Kanälen zu tun hier? Aber alle denken das. Oder bin ich der Einzige, der das denkt? Ich bin der Einzige? Niemals. Das halte ich für ein Gerücht. Ey, ich muss doch mal ganz klar sagen an Let's Hugo. Auch wenn er Hugo heißt, ich würde mich umbenennen. Das checkt keiner. Alle denken, Let's Hugo ist Hugo. Was? Nein, niemand denkt das. Nur so Vollidioten 12 Jahre alte Kids, die mich aus diesen Videos hier kennen und sonst nicht. Die denken das. Ansonsten denkt das niemand, Bro. Läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ja. Boah, und Max, ja gut. Und Leute, die 12 Jahre im Kopf sind. Der Boden ist überstrong. Okay, richtig gut, richtig gut. Sollen wir Grasboden machen? Nein. Das ist ein Call vom Chat. Ja. Dann haben wir so ein bisschen so Garten. So. Oh. Ja, moin. Okay, so. Dann pass auf, ich mach noch so ein, wie baue ich so einen Atzen hin? Oh mein Gott. Aber geht das als Katze durch? Guck mal hier, Digga. Das war das erste Mal, als Onkel Mott Minecraft gespielt hat. Naja, nicht wirklich, oder? Bro, what the fuck? War doch dicht dran, Digga. Hallo. Vielleicht ein Nike-Symbol? Ja? Oh Mann. Ey, man erkennt's direkt. Herzlich willkommen bei der ganzen Show! Für das Alter schon eine 10 von 10. Guck mal, wie alt ist denn der? 36? Der ist so alt wie Knossi. Ja, wer sieht jetzt besser aus? Marc Eggers und Knossi sind genau... Bro, Knossi sieht no joke aus, als hätte er so die letzten 20 Jahre jeden Tag 2 Schachteln Kippen geraubt, Bruder. Und eine Menge Alkohol getrunken. Gleich. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Alt. Knossi sieht aus wie jemand, der so in so einem Malle-Hotel so die Rentner entertaint. Mit so Wassergymnastik, Bro. Und dann könnt ihr danach noch irgendwie zum Zumba alle gehen, you know? Ah, okay. Oh, Benny Amore, ja. Ja, auch. Ja, oh. Die Leute da schon dran rum. Oh. Ich wollte mich drauf veredeln. Ey, und Adam ist auch da. Oh, ich bin jetzt Profi-Tänzer. Oh Mann, ey. So gewinnt man, let's dance. Alter, Monster meinte für eine Mio geht er, Junge. Wenn ihr mir jetzt einen Koffer auf den Tisch legt, ja. Eine Million, Digga, Diggi, dann tanze ich da auch aber den Gogo tanzt und spreizt die Arschbacken auseinander. Bro, das müssen wir sehen. Also nicht mit den Arschbacken, aber Bro, Monster bei Let's Dance wäre insaner Content. Monte, bitte mach das. Alter, wirklich, RTL, kratz da wirklich das letzte Geld zusammen. Wir brauchen das. Mir auch alles scheißegal. Alter, RTL, bitte. Ey, no joke, schmeißt mal Love Island die Pisse raus, die guckt eh keiner. Und holt mal Montana Black für nächste Let's Dance, Digga. Ja, Mann. Ich schwör, on God, on God. So, er war wirklich cool, holy sch. Mann, Dicker, das ist doch irgendwie gestern passiert oder so. Mann, Isa wusste gar nicht, was sie damit anrichtet, Digga. Ey, Mann, Alter, das ist doch schon wieder alles scheiße, Bro. Ey, Mann, Jungs. Das, guck mal, das hat keinen mehr gejuckt. Das hat schon wieder keinen mehr gejuckt, Bro. Warum müssen wir es jetzt wieder aufbringen? Bro, es ist 4 fucking Jahre her oder so. Oh mein Gott, jetzt sehen das die ganzen 12-jährigen Kids, Digga. Digga, wirklich. Dass ich mit Isa mehr streame, ist der größte Fehler meiner Karriere, Bro. Digga, ich lösche mich, Alter. Kein Alkohol, kein nix. Und ganz ehrlich sein, wirklich. Ja, super. Also, mit Alkohol schmeckt man nicht. Super. Das ist alkoholfrei. Kein Alkohol, kein nix. Sind die bei uns im Backstage auch? Ja, sicher. Ja, ey, ihr seid auch im Backstage. Dann trefft ihr Noah Z und so. Wer ist das? Ja, kennt ihr den Noah Z? Ich sag dir ehrlich. Ah, das ist der FIFA-Guy. Der FIFA-Guy. Mr. Overreaction in den Hugo-Videos. Ich erinnere mich. Der Typ ist so ein Phänomen. Guckt ihn euch einfach an, Digga. BVB-Bettwäsche im Hintergrund. Da weißt du schon Bescheid. Display, Nano-Leafs, Standard-Equipment als Streamer. Na, alles klar bei dir? Aber das hier im Hintergrund, das gibt mir so richtig. Hey, woher wusstest du, dass ich 50 Viewer habe? Haare auf Hartz IV Ninja-Modus angelehnt. Um
und eine Popelbremse über der Oberlippe, Digga. Die Popelbremse, Digga, ist so richtig auf Hartz IV Ninja, Digga. Meister Eder angelehnt, Digga. Ja, wie siehst denn schon wieder aus? Ach, herrlich. Jo! Wichtig ist zu sehen, wie hübsche Männer gehen, wie hübsche Männer fallen. Alter, Knossi ist einfach in mein Business eingestiegen. Geil! Knossi? Ich esse auf der Cabanossi. Oh Mann, ey, Bruder, lass doch. Ich muss kurz was lesen, eine Sekunde. Wir müssen kurz den Chef Strobel-Stream machen. Also wirklich, es gibt zwei Leute, bei denen man safe ein. Bruder, halbe Videos sind wieder meine Clips, ich schwör an Gott, Alter. Es ist wieder so. Bruder. Einschaltet und es ist eine 99%. Was soll ich machen, Freunde? Ich bin einfach zu witzig, Mann. Ich glaube, ich versuche mal eine Woche nicht lustig zu sein. Ich versuche mich mal übelst anzustrengen. Chance, dass sie. Okay, Theorie. Vielleicht packen Satter Hugo und Hungriger Hugo so viele Clips rein, weil Leute dann schreiben, bitte weniger Papa-Platte-Clips, was dann wiederum mehr Interaktion aufs Video bringt und dadurch das Ganze mehr vorgeschlagen wird. Vielleicht ist das Ganze hier. Gerade für 20 Sekunden nichts sagen. Und es ist einmal Wieland und das andere ist Chef Strobel. Ist Chef Strobel gerade live? Ah ja, hier. Okay, pass auf. Ich wette, er sagt gerade nichts. Hey Bro, he's right side outside already. Okay, never mind. Die lachen über 50 Euro. 50 Euro die Woche. 200 Euro im Monat. Das ist nichts, was ich doch 200 Euro im Monat. Höchstens Chef Strobels Cutter. Ich wollte mich bei dir einmal bedanken, Max. Ich habe 3 Subs bekommen, obwohl ich nicht stream. Oh, jo, das. Wow. Ich dachte, vielleicht, weil ich dir deine ganze Karriere ermöglicht habe oder irgendwie sowas. Aber die 3 Subs. Oh, too real. Too real, too real. Ja, Lola alleine in Thailand. Ich weiß es ja nicht. Oh Gott, sorry. I'm so sorry. Boah, das wäre aber richtig geil, oder? Hat man da die Hände frei? Was? Was war, Digga, was? Ich wollte gerade den Flyer zoomen. Bro, what the fuck? Ja gut, okay, never mind. Ich bin der Typ, der sich weggedreht hat vor einer Taube, weil er dachte, es ist Flashbang. Vielleicht sollte ich mein Maul halten. An der Stelle hier. Moin. Ob das gut geht, ich weiß es ja nicht. Was, Pape? Mann, ich sag hallo. Was macht der denn für Content? Wie heißt der Dener? Bro, was? Holy shit, was ein Crossover! Ich sollte mal meinen Chat hat euch dann erkannt, deswegen. Ja, natürlich, ich hatte auch Barfuß. Bro, Alter, Felix ist so ein geiler NPC, ne? Ist so ein richtiger NPC-YouTuber. Richtiger Atze. Ich würde ihn voll gerne mal treffen. Ich würde ihn auch voll gerne mal im Podcast haben. Ich glaube, mit Felix einen Podcast aufzunehmen wäre übelst geil. Ich sollte mal meinen Chat hat euch dann erkannt. Guck mal, wie überfordert er einfach mit der Situation. Das ist so geil. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Deswegen. Natürlich, ihr dürft barfuß tanzen. Nur Anfänger tanzen in Schuhe und Socken. Ja, ist so. Ihr hattet warm. Endlich, sag's mal jemand. So, und jetzt könnt ihr mal eure Füße in die Kamera halten. Gemeinsam reinigen wir unsere Seele, indem wir Ausrufezeichen. Oh nein. Können wir jetzt die Kartenleger-Scheiße da von Revi? Chat spammen und gemeinsam dazu tanzen. Ich wette, es kommt gleich. Es geht mir genau darum, dass wir keine Show machen. Freddy! Freddy! Keine Show! Keine Show! Keine Show, Monte! Okay. Du kannst es wirklich so... Dicker Revi, Alter. Boah. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas hat er im Gesicht oder so. Also ich finde, er könnte so ein Verwandter sein von Elotrix. Ich weiß nicht, was es ist, Digga. Ich wusste es. Ich wusste, dass der Clip es irgendwo reinschafft. Ich habe erst überlegt, sage ich das oder sage ich das nicht? Und dann dachte ich so, okay, das ist Clip Murphy. Ich sag das. Oder so? Also ich finde, er könnte so ein Verwandter sein von Elotrix. Ich weiß nicht, was es ist, Digga. Ich kannte das überhaupt nicht, Digga. Aber ich sage euch ehrlich, Digga, ich feier's mies. Ich kenne die Hintergrundgeschichte von dem Typen nicht und was er da gemacht hat und so, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Aber ich muss wirklich sagen, Digga, das, was er macht, fand ich richtig cool. Ready, meine Show. Findet ihr nicht, dass der hier 1:1 aussieht wie dieser Kollege? Die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft aus dem Inneren. Oder Sarah.
Meint ihr, er denkt, dass die Leute das so auf seriös machen? Oh, verify to continue. Das schaffe ich. Boah! Der Blick, Alter. Complete. Boah! Junge, der Blick, ich lösch mich, Alter. Boah! Complete. Dimex, wir lieben dich. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Oh, wow. Das ist so frech. Also wer das in Auftrag gegeben hat, ich hoffe, der musste richtig dafür blechen, Alter. Was schaue ich mich an? Ja, Chat meinte, das kostet 50 Euro, sowas zu machen. Was passiert mit dem Internet? Also es kommt wahrscheinlich drauf an, wie man bucht. Wahrscheinlich gibt es auch für weniger, you know. Aber... Der war das bestimmt. Damit ich jetzt die Reaction mache, damit er das in sein Video packen kann. Ja, ja, so läuft das. Hab dich durchschaut, Hugo. War witzig, Hugo. Super. Nimm's fürs Video. Freu dich. Polterung im Stream. Kuss. Das ist so bodenlos, Digga. Hier hab ich einen Ausschnitt von deiner Synchro-Karriere. Jo, Mann, kannst du mir kurz ein Wasser... Oh mein Gott, ja! Der beste Clip der Woche. Oh mein Gott, der beste Clip der Woche hat's geschafft. Digga, geil. Oh mein Gott, das ist der beste. Bodenlos, Digga. Hier hab ich einen Ausschnitt von deiner Synchro-Karriere. Jo, Mann, kannst du mir kurz ein Wasser rübergeben, verdammte Scheiße. Magst du Pizza Ananas? Nee. Aber warte. Ich glaub schon. Und wie war? Welchem Heiligen ist der 31.12. gewidmet? Nepomuk, Valentin, Silvester, Florian. Digga, keine Ahnung. What the wirklich fuck? Nicht, das tut mir wirklich leid. Ich bin dumm, wie Scheiße von mir ist. Ich hab keine Ahnung. Neue Frage. Ich bin dumm wie Scheiße. Das nimmt zu, das gefällt mir. Das wird ja im Alter nur noch geiler. Ja, bitte endlich mal weniger, bevor ich will.